Und wieder zurück hier bei Let's Play Risen. Diesmal gucke ich jetzt direkt auf den Tacho. Alles klar. Und jetzt begeben wir uns auf die Suche nach Doyle. Das ist Bart, das ist Josh. Wow. Da ist Cutter drin. Und was? Hier ist Pavel. Hab ich geschlafen? Okay. Doyle muss da hier irgendwo rumlungern. Hier? Hier ist doch wer. Was? Ich hoffe, du siehst dich nur um. Ja, ich sehe mich nur um. Wer ist denn Doyle? Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ist okay. Das ist ein Bauer. Da war doch was. Das ist eine Bäuerin. Fuller. Was war das? Costa. Suchst du wen? Ja, ich suche Doyle. Wäre nett, wenn du mir hilfst. War der vielleicht hier? Delgado. Ne, da oben war ja nur der Bauer, ne? Ja. Gibt's nichts mehr zu holen? Überall Hühner. Ich wünschte, wir könnten jetzt nochmal raus. Wir haben ja jetzt mehr Werkzeug, um Tiere zu häuten und so. Könnten wir richtig Gewinn draus schlagen. Theoretisch. Okay, das war auch lustig jetzt. Dann ist er bestimmt unten in der Kneipe. Was war das hier? Kartenzeichner, glaube ich. Naja. Nichts Neues. Okay. Hey, du! Carlos will mit dir sprechen! Ich spreche mit dem Kommandanten mit der Stadt. Warum will der denn unbedingt mich treffen? Das ist eine Wache. Vielleicht hier in der Kneipe dann, ne? Das ist Ingvar, Vasili, Nico, Düter. Das habe ich auch gehört. Ich suche Doyle. Wen, Doyle? Den habe ich hier noch nie gesehen. Angeblich handelt er mit Fisch. Nun, für mich arbeitet er nicht, aber vielleicht fragst du mal Sorti. Sorti müsste jetzt auch hier, da. Ich suche Doyle. Doyle? Den habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Er ist doch wohl nicht in die Vulkanfestung gebracht worden. Der war ein paar Mal bei mir und hat Fisch gekauft. Wenigstens einer. Aber vielleicht weiß ich, wo er ist. Wo steckt Doyle? Er hat sich bei Costa einquartiert. Und seitdem lässt er sich nicht mehr in der Gosse blicken. Wenn ich mehr wüsste, würde ich sagen, er versteckt sich. Okay. Wegen da... Ich hörte, dein Vater sei Pirat. Sagt man sich das, ja? Naja, dann wird es wohl so sein. Jetzt sag mir bloß noch, du hast das nicht gewusst. Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart ist der größte Pirat, den die Welt je gesehen hat. Natürlich weiß ich das. Aber ich muss es ja nicht jedem auf die Nase binden, oder? Und wann hattest du vor, mir davon zu erzählen? Ach komm, jetzt sei doch mal ehrlich. Was macht es schon für einen Unterschied, jetzt, wo du es weißt? Komm mir nicht mit der Freundschaftsnummer, mit gegenseitigem Vertrauen und so einem Mist. Da stehe ich nicht drauf, klar? Schon gut. Ich hab's kapiert. Vasili meint, dein Vater hätte eine Baracke hier in der Stadt. Der alte Haudegen. Ich wusste es. Okay, pass auf. Dann musst du dorthin gehen. Finde heraus, wo die Baracke ist und sieh nach, ob du einen Hinweis von meinem Vater findest. Aber lass dich dabei nicht beobachten. Es gibt einige, die ganz heiß auf den alten Kram meines Vaters sind. Vasili glaubt nicht, dass dein Vater hier auf der Insel ist. Von Vasili habe ich auch nichts anderes erwartet. Immerhin kenne ich ihn ja schon eine Weile. Jo. Mitten in der Nacht. Einfach aus dem Boden. Ja. Aber das Toll bei Costa ist, dass wir dafür 50 Gold bezahlt haben, ist doch mal Unsinn. Na, jetzt haben wir kommen, aber es ist 165, ist ja gar nichts mehr. Jetzt müssten wir eigentlich mal wieder raus und ein bisschen Kohle. Also ein bisschen Zeug beschaffen, damit wir Kohle machen können. Na, das wollte ich auch nicht. Wenn ich so weitermache, bin ich tot durch Fallschaden. Arno, Martha. Ich habe auch noch anderes zu tun. Sei nicht so unverschämt. Noch warten. Was machst du denn hier? Das gleiche könnte ich dich auch fragen. Ich schlafe hier nur. Nur schlafen. Nichts weiter. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. Ach was, ich verkaufe Fisch. Es ist mein Job, in die Häuser zu gehen. Na schön.
Du bist der Einzige, der in allen Häusern gesehen wurde. Ein Zufall? Ich würde sagen, du bist schwer verdächtig. Das ist eine lächerliche Anschuldigung. Du kannst mir nichts beweisen. Ich kann dir mal kräftig aufs Maul hauen. Das könntest du bestimmt, aber das wäre ein großer Fehler. Darauf lasse ich es ankommen. Wieso überspringen wir nicht den Teil mit dem kräftig aufs Maul und den Teil mit dem Ja, ich habe es getan? Und du hilfst mir, aus dieser Scheiße wieder rauszukommen? Sag es. Ich habe für Sid die Häuser ausspioniert. Na also, hat doch gar nicht wehgetan. Die Frage ist doch, was mache ich jetzt mit dir? Wenn Sid rauskriegt, dass ich geplaudert habe, bin ich dran. Und bitte, verpfeif mich nicht an den Orden. Die stecken mich bestimmt in die Festung und da will ich nicht hin. Es ist besser, wenn du verschwindest. Für immer. Dann kannst du Sid keine Probleme mehr bereiten. Oh nein, du willst doch nicht etwa... Du kannst doch nicht... Kann ich nicht? Warte, ich soll verschwinden? Dann werde ich verschwinden. Ich tauche ab, verlasse die Stadt und werde nie wieder zurückkommen. Ich schwöre dir bei der heiligen Flamme, alle werden davon überzeugt sein, dass ich tot bin. Aber letztendlich hängt es von dir ab. Was ist? Habe ich eine Chance? Kennst du etwa einen Weg aus der Stadt? Ich werde einen finden. Notfalls springe ich über die Stadtmauer. Gut. Ich spiele dein Spiel mit. Ich gehe zu Sid und sag ihm, dass du verschwunden bist. Sehe ich dich danach noch einmal in der Stadt, zwingst du mich ernst zu machen. Oh, danke. Ich schwöre, du wirst mich hier nie mehr sehen. Ja, jetzt ist aber halt die Frage, wo ist der Ring von dem Kartenmacher, ne? Weil den hätte ich doch schon gerne ihm wiedergebracht. Ja, dann sagen wir mal Sid Bescheid. Hallo? Ich habe deinen Spion gefunden. Es ist Doyle. Er hat zu viele Spuren hinterlassen. Das ist schlecht. Ich hatte bessere Arbeit von ihm erwartet. Doyle ist verschwunden. Und ich will hoffen, dass er auch nie wieder auftaucht. Was hast du mit der Leiche gemacht? Nun, ich... Ach, ich will's gar nicht wissen. Nun, da ich mir darüber keine Gedanken mehr machen muss, können wir uns ums Geschäft kümmern. So, ich habe deinen Arsch gerettet. Das stimmt. Ohne deine Hilfe müsste ich jetzt wahrscheinlich die Stadt verlassen. Also, was kannst du für mich tun? Scordo weiß bereits, dass du mir geholfen hast. Ich denke, das wird sich für dich auszahlen. Außerdem kann ich dir noch ein paar Tricks beibringen. Wenn du schleichen oder ein Schloss mit einem Stück Draht aufkriegen willst, bin ich dein Mann. Und wenn du Dietriche brauchst, meine Süße hat eine hübsche Sammlung. Na dann. Wer ist Scordo? Unser wichtigster Mann in der Stadt. Du wirst ihn schon noch kennenlernen, keine Sorge. Hast du einen Auftrag für mich? Ja. Jetzt, da klar ist, dass wir uns nicht vertreiben lassen, wird es Zeit, dem Orden eine Lektion zu verpassen. Ich meine, diese Penner stehlen den Bauern die Kühe und rationieren unser Essen. Was soll als nächstes kommen? Kontrolliertes Pinkeln? Und? Und Leute wie Dagel, der Fleischer, lassen sich vom Orden benutzen. Das muss ein Ende haben. Wir müssen dem Fleischer klar machen, wer ihn beschützen kann und wer nicht. Was genau soll ich tun? Geh zu Dagel und erinnere ihn mal an den guten alten Don Esteban. Okay. Wir haben jetzt noch 165 Gold. Müssen noch Fleischer, Keilerfälle besorgen. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, wir, Nur endlose Listen und spaltenweise Zahlen. Ich weiß nicht, ich würde es gerne ausprobieren, da die Ruhe zu knacken. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Ach so. Komm morgen wieder. Okay. Das ist jetzt das Hafenviertel. Kommt deswegen ein bisschen. Ich habe jetzt Bock. Ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Was überhaupt was bringt? Egal, was die anderen sagen, da bin ich mir sicher. Mit mir machen die sowas nicht. Hallo. Du siehst aus, als ob du Gold hättest. Wenn du Spaß und Entspannung suchst, bist du bei uns in Sonjas Bordell genau richtig. Schau doch mal bei uns vorbei, Süße. Wir haben Tag und Nacht für dich geöffnet. Du wirst es nicht bereuen. Werd's mir merken. Na dann.
Dann haben wir hier was. Ohrenmuschel. Okay. Ja, Regionalkarte. Weiß ich gar nicht, hier ist das Hafenviertel und hier müsste dann das Händlerviertel sein, ne? Gerade nicht. Okay. So, das sieht mir doch stark nach Händlerviertel aus. Schön gepflasterte Straßen und Co. Was ist? Nichts, nichts. Alles gut. Was haben wir jetzt hier? Woher kam das? Du bist doch kein Dieb, oder? Gibt es was Besonderes? Wenn du interessiert an Waren aller Art bist, wirst du bei mir bestimmt etwas finden. Aber wenn du nur gekommen bist, um zu betteln, kriegst du meinen Stock zu spüren. Zeig mir deine Ware. Guck mal, der vielleicht Keiler fällt. Nee, sieht nicht so aus. Nee. Der hat nichts, ist uninteressant. Hi. Hallo. Wenn du was kaufen willst, musst du mit Konrad reden. Ich arbeite hier nur. Okay. Was machst du hier vor Konrads Haus? Wir haben Konrad jahrelang unsere Erträge verkauft. Und er hat nicht schlecht daran verdient. Ich denke, es ist mehr als gerecht, dass er uns nun aufnimmt. Selbst wenn es nur vor seiner Tür ist. Ach so. Was kannst du mir über Konrad erzählen? Er hat das Haus voller Vorräte. Aber uns lässt er nicht herein. Er hat keinen Finger für uns gerührt. Nicht mal, als sie unsere Kühe geschlachtet haben. Erzähl mir davon. Die Weißen haben sie einfach mitgenommen. Und was haben wir dafür gekriegt? Ein paar Goldmünzen, die nicht ausreichen, um davon satt zu werden. Aber Konrads Kühe werden verschont. Er hat mit Carlos gesprochen und seine Kühe müssen nicht geschlachtet werden. Pah, Männer. Aha. Erzähl mir von dir. Es sind schlimme Zeiten herangebrochen. Wir mussten unseren Hof verlassen. Und meine Söhne... Meine Söhne sind noch da draußen. Und ich weiß nicht, was mit ihnen ist. Es sind gute Jungs. Ich habe keine ruhige Nacht mehr, wenn ich nicht weiß, dass sie wohlauf sind. Kannst du mir nicht sagen, wie es meinen Söhnen geht? Es ist verboten, die Stadt zu verlassen. Das kann dich doch nicht davon abhalten, einen Weg hier rauszufinden, oder? Was ist denn mit deinem Mann? Ingvar? Ach, der sitzt den ganzen Tag in der Kneipe und versäuft unser letztes Hab und Gut. Wie heißen deine Söhne? Beppo ist der Älteste. Er ist gar nicht erst mit in die Stadt gekommen. Hoffentlich ist er nicht den Banditen in die Hände gefallen. William hat sich freiwillig zum Dienst an der Waffe gemeldet. Und Marvin, mein Jüngster, ist in der Nacht auf und davon. Mhm. Ich werde mal die Augen offen halten. Oh, danke. Danke, ich... Ja, ja, schon gut. Ich traf deinen ältesten Sohn, Beppo. Dann lebt er? Ja, er lebt. Er hat einen Job bei, bei den Ruinen. Aber ist das nicht gefährlich? Naja, aber er ist nicht allein. Er hat ein paar starke Kämpfer an seiner Seite. Was zahlst du denn? Ich habe kein Gold bei mir. Aber wenn du es schaffst, die Stadt zu verlassen... Ja? Ich habe auf unserem Hof noch einen Notgroschen versteckt. Da sind ein paar Felle und die silbernen Kerzenleuchte von Uroma. Ich habe sie hinter der Scheune vergraben. Welcher Hof ist eurer? Der Hof auf dem Weg zur Vulkanfestung. Ein Ordenskrieger namens Severin hat dort jetzt das Sagen. Na, den boxen wir weg. Na, was spazieren wir denn hier herum, hm? Ich hoffe, du hast dich nicht verlaufen, was? Was gibt's hier denn schon Spannendes zu sehen? Jetzt werd mal nicht frech. Wenn du hier herumschnüffelst, um uns zu beklauen, dann kannst du was erleben. Ich stehe hier schließlich nicht zum Spaß. Außerdem kenne ich dich nicht. Du könntest ja vom Don geschickt worden sein. Hattest wohl schon öfter Probleme mit den Jungs vom Don. Natürlich. Die warten doch nur auf eine Gelegenheit, um uns Ordenskrieger wieder loszuwerden. Schau dir doch einfach mal den Burschen da drüben auf der anderen Seite der Straße an. Sein Name ist Tony. Der glaubt wirklich noch, dass ich nicht merke, dass er uns schon seit Tagen beobachtet. Ich wette mit dir, der wartet nur auf eine Gelegenheit, in unser Haus einzubrechen. Mir wäre wohler, wenn der Typ endlich verschwinden würde. Ich hörte, ihr haltet einen Schatzsucher gefangen? So ist das.
Und er wird auch weiterhin in diesem Haus bleiben. Es sei denn, der Mistkerl redet. Wegen eures gefangenen Schatzsuchers. Was genau werft ihr ihm vor? Der Kerl ist ein Verbrecher. Er wird hierbleiben, bis wir die 3 Goldschalen haben, die er versteckt hält. Carrasco hat mich angewiesen, den Gefangenen so lange hier zu behalten, bis wir die Schalen in unseren Händen halten. Wer ist Carrasco? Er ist ein Ordenskrieger und bewacht das Lagerhaus am Hafenkai. Verstehe. Wie könnte ich dich dazu bewegen, ihn freizulassen? Du willst mich doch wohl nicht etwa bestechen, oder? Das wirkt bei mir nicht. Du wirst dich so lange gedulden müssen, bis ich eine Nachricht von Carrasco bekomme. Erst wenn die Sache mit den 3 Goldschalen geregelt ist, werde ich Olf wieder freilassen. Na dann. Sieh an, ein neues Gesicht. Willkommen im Händlerviertel. Ich hoffe für dich, dass du wegen eines Auftrags hier bist. Heißt das, du hast auch einen Auftrag für mich? Es gibt tatsächlich eine Sache, bei der ich deine Hilfe in Anspruch nehmen will. Worum geht's? Die Banditen halten sich bedeckt, aber sie gehen trotzdem ihren schmutzigen Geschäften nach. Erzähl mal was Neues. Wiesel ist einer von ihnen. Er sitzt den ganzen Tag nur auf einer Bank. Das ist nicht verboten. Wiesel ist hier kein Unbekannter. Er hat früher Schutzgeld von den Händlern kassiert. Und? Was soll ich tun? Ich brauche einen Beweis, damit ich gegen ihn vorgehen kann. Sprich mit ihm. Freunde dich mit ihm an. Tu, was immer notwendig ist, um sein Vertrauen zu gewinnen. Die Hauptsache ist, du bringst mir einen Beweis. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Gut. Aha. Gibt's was? Oh, das sieht mir noch nach Schmiede aus. Aber dennoch genug Gold, um irgendwas zu lernen? Wahrscheinlich nicht. Was denn? Lass mich raten. Du willst deine Waffe kaufen. Ein paar Klingen habe ich noch da. Reparaturen und Schleifarbeiten dauern länger. Also, was darf's sein? Wie laufen die Geschäfte? Seit wir den Auftrag für die Klingenstäbe des Ordens bekommen haben, läuft es richtig gut. Walter arbeitet inzwischen Tag und Nacht, damit alles fertig wird. Kann ich bei dir Schwertrohlinge bekommen? Nur das, was ich im Laden habe. Aber wenn du Eisenerz hast, kann Walter dir vielleicht weiterhelfen. Zeig mal, was du hast. Naja, nicht so die krassen Sachen, würde ich jetzt mal sagen. Klingenschaden 25 ist unsere Waffe ja besser. Aber wir können wieder ein bisschen was vertickern. Ich würde gerne bei irgendwem lernen. Und das wäre mal was. Na ja, komm. Otto und Krallen. Knochen brauchen wir bestimmt nicht. Zähne, machen wir mal hier 10. Haben wir 60 Gold, komm. Drauf geschießen. Ja? Wie läuft's bei dir? Du hast wohl zu viel Zeit. Seit dem Gesetz des Inquisitors stecke ich bis zum Hals in Arbeit. Alvaro lässt mir kaum noch Zeit, mal in Ruhe ein Bier zu trinken. Keine Ahnung, wie lange ich nicht mehr geschlafen habe. Kannst du mir was beibringen? Nein, dafür habe ich keine Zeit. Dank Alvaro. Erzähl mir was über Alvaro. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss arbeiten. Mach doch mal eine Pause. Und wer macht dann meinen Job? Du? Ja, ich kann's ja mal versuchen. Und was glaubst du, wird Alvaro dazu sagen? Ich denke, er wird es begrüßen, wenn sein Schmied wach und ausgeruht arbeitet. Das Einzige, was Alvaro begrüßen würde, ist eine weitere Truhe voll Gold. Alvaro nimmt dich ziemlich ran, was? Manchmal glaube ich, dass wirklich jeder in der Stadt eine Waffe haben will. Ha, wenn Menschen Angst haben, schärfen sie ihre Schwerter. Und die Arbeit bleibt an mir hängen. Naja, Hauptsache es gibt Bier. Kannst du mir eine Waffe verkaufen? Nein, Alvaro kümmert sich um das Geschäftliche. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen?
Vielleicht. Ich habe Nachschubschwierigkeiten. Ständig fehlt irgendwas. Jeden Mist muss ich mir hier zusammensuchen. Am meisten fehlt mir altes Metall, das ich einschmelzen kann, um daraus Rohlinge zu fertigen. Wenn ich genug alten Metallschrott hätte, würde mir das meine Arbeit sehr viel einfacher machen. Woher kriegt man so viel altes Metall? Die Bauern draußen hatten ziemlich viel alten Metallschrott auf ihren Höfen herumliegen. Alte Werkzeuge, Nägel, sowas eben. Aber ich habe von den Gnomen gehört, die da draußen herumstöbern. Sie klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich wette, die haben auch den ganzen alten Metallschrott der Bauern gestohlen. Verstehe. Was ist mit Schmiederohlingen? Verkaufst du die? Sieht schlecht aus. Seit der Sache mit den Ruinen kriege ich keine Rohstoffe mehr. Kann man da gar nichts machen? Nun ja, es gibt da schon eine Lösung. Wenn du Eisenerz hast, kann ich dir daraus Schwertrohlinge machen. Ich bring dir altes Metall. Aber du kannst doch gar nicht heraus aus der Stadt. Ich mach das schon. Wirklich? Das wäre super. Ich würde es dir auch bezahlen. Aber ich brauche verdammt viel davon. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Yay. Ich hab Eisenerz für dich. Gut. Was willst du? Wie viel Eisenerz brauche ich für einen Rohling? Ein Rohling für ein Einhandschwert benötigt 8 Eisenerzbrocken. Für Bastardschwerter brauchst du 10 und zwei Händer benötigen 12 Eisenerzbrocken. Okay. Ich brauche ein stumpfes Schwert. Alles klar. Gut. Wir können zwar immer noch nicht lernen, aber hey. Dein Schmied arbeitet ziemlich hart. Tja, die Geschäfte laufen gut. Viel Arbeit, aber auch viel Gewinn. Du solltest Walter eine Pause gönnen, sonst bricht er noch zusammen. Ach was, er ist stark wie ein Oger. Aber auch ein Oger kann nicht ewig arbeiten. Weißt du was? Du hast recht. Aber die Arbeit muss trotzdem getan werden. Ich kann für Walter einspringen. Nein, nein, das ist nicht nötig. Der größte Teil der Schmiedearbeit ist getan. Jetzt stehen vor allem Schleifen und Holzhacken an. Dafür reichen ein paar billige Tagelöhner. Was brauchst du? Hier im Händlerviertel laufen 2 Knechte rum. Und hier ist ein Beutel voll Gold. Finde die Knechte, bezahl sie und sag ihnen, sie sollen für mich arbeiten. Und dann gönnst du Walter eine Pause. Er soll noch den Klingenstab für Marcello fertig machen. Dann kann er sich ausruhen. Na dann. Sagen wir Walter mal Bescheid. Na, der hat nichts. Okay, Freunde, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier in der Hafenstadt, wenn wir hier die Knechte holen und so. Und uns weiter umgucken. Vielleicht können wir ja sogar noch den alten Typen da oben befreien, den Schatzsucher. Hey, wir werden sehen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.